Hi, I'm Gary Paffett. Hallo, ich bin Gary Paffett und ich erkläre euch die Strecke in Oschers Leben. Okay, first we have the start line. Hier haben wir Start und Ziel, mit der Geraden bis zur neuen ersten Kurve. Sie ist sehr eng und wird im zweiten Gang gefahren. Hier ist wohl die beste Möglichkeit auf der gesamten Strecke, um zu überholen. Dann kommt die schwierigste Kurve des Kurses, eine 270-Grad-Kurve. Es ist sehr schwer, das Fahrzeug exakt durchzubringen. Weiter geht's mit einer kurzen Geraden bis zur Kurve 3. Auch das ist eine schwierige Kurve. Hier geht es um 180 Grad zum Ende des ersten Sektors. Es ist ein ziemlich schwieriger Sektor, sehr eng, technisch schwierig. Jetzt kommen wir zur schnellsten Kurve der Strecke. Sie fängt ziemlich weit an, wird dann erst immer flacher und gegen Ende wieder sehr viel enger. Hier geht es direkt um 180 Grad in die fünfte Kurve, gleich beim Hotel. Es gibt kaum Möglichkeiten, um zu überholen. Denn hier ist man einfach viel zu schnell. Nach einer kurzen Geraden geht es wieder schwierig mit einer sehr schnellen Rechts-Links-Schikane weiter. Dann folgt eine Rechtskurve. Dieser Teil ist sehr schwer. Die Curbs sind sehr hoch. Das ist schwierig für die Autos, die hier stark ins Wanken geraten. Deshalb kommen in der Rechtskurve auch viele von der Strecke ab. Die Gerade ist sehr schnell. Da schaltet man bis in den sechsten Gang. Hier wird dann die zweite Zwischenzeit genommen. Es folgen zwei schnelle Kurven. Eine Rechts-Links-Schikane, die im vierten Gang gefahren wird. Dieser Teil ist schnell, aber auch technisch schwierig. Die nächste Kurve ist auch sehr schnell und führt zur letzten Kurve. Der letzte Teil ist sehr schnell, im Gegensatz zum langsamen ersten Teil. Die letzte Kurve ist sehr eng. Wenn man hier gut ankommt, dann hat man vielleicht sogar eine Chance, um zu überholen. Das passiert zwar nicht oft, aber es kommt vor. Das Wichtigste an der letzten Kurve ist, dass man eine gute Ausfahrt in die Zielgeraden erwischt. Also nochmal, die beste Möglichkeit, um zu überholen, ist die erste Kurve. Und es ist wichtig, eine gute Linie in der letzten Kurve zu wählen. Ein sehr technischer Kurs mit vielen langen, langsamen Kurven und ein paar schnellen Kurven. Er stellt wegen der hohen Curbs eine extreme Anforderung an Fahrer und Fahrzeug. Mir gefällt er gut. Hier habe ich letztes Jahr zum zweiten Mal gewonnen. Auf der Strecke war ich also schon sehr erfolgreich. Hier ist meine Unterschrift. Und jetzt gibt es noch die entscheidende Frage. Wer hat 2007 das Rennen in Oschersleben gewonnen? War das ich, Gary Paffett, oder Matthias Ekström?